Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Mittelerde Mordors Schatten. Das ist jetzt die zweite Folge und wir hatten ja das erste Hauptziel mit ein paar Problemen in der ersten Folge ausgeschaltet. Und jetzt nähern wir uns natürlich gleich dem zweiten Ziel. Ich muss jetzt gerade ein bisschen auf der Map gucken, wo genau ich lang muss. Okay, der Weg wird es hier werden. Hier ist aber leider so ein großes Scheißvieh unterwegs die ganze Zeit, dass ich da ein bisschen aufpassen muss. Okay, er scheint jetzt gerade mal weg zu sein. Tu nicht so, als wäre nicht. Okay, jetzt ist hier der Tod. Gehen wir da noch hin. Das sah irgendwie nicht sehr bedrohlich aus. Hab gehört, wie es mit sich selbst gesprochen hat. Verdammt gruselig, wenn du mich fragst. Es wird uns nicht für immer entkommen. Bald setzen wir seinem Raumgeschleicher ein Ende. Also ich habe auch eine Fertigkeit auswählen können noch. Eigentlich müsste ich auf diesem Vieh hier reiten können. Eigentlich. Okay. Oder auch nicht. Okay. Ich kann dieses Vieh anscheinend nicht steuern. Jetzt renne ich mit ihm im Kreis. Renne ich mit ihm im Kreis. Ja, das ist mir jetzt schon klar. War wohl nur eine Ziege. Ich hau ab. So, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Vieh wegbleibt. So kann man sich irren. Bloß weil ich das scheiß Vieh reiten wollte. Gut, das Ding macht jetzt anscheinend die ganzen Orks, Uruks kalt da oben. Gut, dann können wir uns ja weiter zum Hauptziel bewegen. Gehen wir mal außen rum, nicht wahr? Okay, er rennt etwas eigenartig. Um ein Artefakt zu finden. Hier ist ein Artefakt, guck an. Diese Artefakte enthalten Erinnerungen an Mordor. Benutze Rechtsklick und Linksklick, um nach Erinnerungen zu suchen und drücke dann X, um zu enthüllen. Na, ich habe noch keine anderen. Okay. Gut. Verlassen. Seit Generationen gibt es kein Anzeichen von Feuer auf dem Schicksalsberg. Ich sah, wie Gil-galad auf den Hängen des Uruk-hai starb. Das Feuer Saurons verbrannte ihn. Dort wird sich der Sturm formieren, der die Welt der Menschen überkommen wird. Wo ist jetzt dieser Targabschaum? Ich dachte, er sei hier. Hier muss ja irgendwo einer sein. Da. Warum bin ich immer noch nicht befördert worden? Weil du nichts getan hast, womit du dir das verdienen würdest. Da war doch ein Geräusch. Da war ein Geräusch. Das ist richtig. Ich hab den dreckigen Tag geschafft. Nur Schlag!
Oh, ist schon tot. Oh. Dieser elende. Jawohl. Ich sollte weniger trinken. Mein Verstand spielt mir Streiche. Na komm her hier, du kleiner Sack. Das dürfte es erstmal gewesen sein. Wieso nicht Bogenschützen? Habt ihr das gehört? Wie komme ich zu dir hoch, mein Freund? Wie komme ich zu dir hoch? Gar nicht, oder was? Tatsächlich. Ratten! Waren wohl Ratten, ganz sicher! Pfeile wieder verballert. Nur weil ich nicht abwarten konnte. Ist egal, den kriegen wir, ne? Erstaunlich, dass sie mich nicht zu einem Häuptling machen. Ist echt kein Schuss. Egal, wir hauen ab. Wir rennen noch mehr rum von den Viechern. Dicke, oh, Alter. Wie die Sklaven ums Handeln. Ihr vielleicht heute seid so schwach geworden, Danke. Alles klar. Kein Problem. Ich soll Pfeile sammeln. Wie sammle ich Pfeile? Sammle Pfeile, um Elbengeschosse aufzufüllen. Ich hoffe nur, das Lager am Schlund schließt sich nicht mit uns zusammen. Bei so viel Konkurrenz könnte ich die Beförderung auch gleich vergessen. Hier müsste irgendwo Pfeile sein, oder was? Auf der Karte, wenn ihr unten links guckt, wird mir nämlich hier gerade irgendwie ein Pfeil angezeigt. Diese Menschen sind wie Ratten in unseren Landen. Und wie Ratten müssen sie vertrampelt werden, bis keine mehr übrig sind. Ich sehe keine. Das Einzige, was ich sehe... Die Schützen, die Feuer verschießen können, sind am besten ausgebildet. Er wollte hochkommen, kriegt er aber nicht. So kriege ich die Tipps jetzt die ganze Zeit angezeigt, weil das ist nämlich Quatsch. Das brauche ich nun nicht. Also wir gehen jetzt so weiter hin. Wir sind überall Sklaven. Mein Sohn rannte in die Berge, als die Orks angriffen. Ich hoffe, dass er gemeinsam mit dem Widerstand kämpft. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er gefangen wurde und sie ihn für den Häuptling zu Hackfleisch verarbeitet haben. Ha! Behalt deine dunklen Gedanken für dich, du feiger Hundesohn. Einige von uns wollen die Hoffnung nicht aufgeben. Genau. Das sind Kräuter. Damit können wir mal eben schnell unsere Lebensenergie wieder auffüllen. Verstehe nicht, was dem Bleichhalten hier nicht gefällt. Es soll schlimm sein, denn so. Okay. Da unten scheint schon wieder ein Relikt zu sein. Nee, eine Spinne. Aber ein Heilkraut steht da unten, ne? Nicht, dass ich aus der Übung komme. Durthang. Eine Festung Gondors, die in nach Vernichtung Saurons durch das letzte Bündnis errichtet wurde. Durthang bewachte Karach Angren und die dahinterliegenden Lande und über 1000 Jahre war die Festung von Weitläufern bemannt. Die durch... Oh ja, jetzt kommt's. Udun patrouillierten. Zermürben einfallende Horden von Ostlingen und die große Pest aber schwächt.
erhalten ihre Ränge nach und nach. Okay. Also hier kriegt man immer so einen kleinen Einblick in das Gelände und was es damit auf sich hat. Und da ich habe schon wieder keine Pfeile. Ich liebe das immer, sich so einzugewöhnen in den Game, ne? Man weiß immer nicht genau, was man sammeln soll, weil man noch gar nicht so viel sammeln kann und versucht das mal selber klarzukommen. Aber dafür sind es ja Let's Plays, damit ihr meine Fails im Endeffekt auch sehen könnt. Was war das? Scheiße, jetzt bin ich hier echt bei dieser Festung. Oh. Egal, was es war, es ist weg. Oh fuck! Das sind ein paar viele. Den haben wir es im letzten Kampf gezeigt. Ich kann den nächsten muss abgehauen sein. Jut, jut. zum Glück sind es bloß Orks. Waffen wegpacken. Du hast es doch auch gehört. Gib's doch zu. Nichts als Gerüchte, die von den Menschen verbreitet werden. Was hat dann Borgu die aus dem... Hast du das gesehen? Warum ist der jetzt alarmiert? Du stirbst gleich. Ach, der Pfeiletyp oder was? Ja. Weg hier. Ich habe keine Pfeile. Diese widerlichen Orks können mich hier nicht ewig festhalten. Reiß mich und ich werde dich zum Abendmahl verzehren. Sie werden uns beide dafür auspeitschen. Okay. Sehr geil gemacht. Okay, so können wir sie also manipulieren mit unserem Elbenfreund im Gepäck. Mal schnell weiter zum nächsten Punkt hier rennen, die auch wirklich überall die Viecher rum, ne? Mehr Waffen und mehr Gemetzel. Wenn die Menschen außerhalb Mordors wüssten, was auf sie zukommt, würden sie vor Schreck tot umfallen. Bäm, Junge. Sonst noch wer? Ja, ich weiß, jetzt hab ich das große Labern. Gestern sah es noch ganz anders aus. Oh, jetzt kommt ein etwas größerer. Oh, aber leider genauso hässlich wie die anderen. Ekelkind. Boah. Achtfach-Kombo, brutal. So. Der verzieht keine Miene. Und ich kriege dabei Schluck auf. Ich glaube es nicht. Die Stimmen sind immer so laut, als ob hier wirklich einer direkt neben mir steht. Und diese, was diese komischen Pfeile da bedeuten, da könnte das wahrscheinlich Festung oder Stellung markieren. Okay, nochmal ein bisschen Gesundheit. Okay,
Okay, wir sind gleich da. Ich habe vorhin ein paar neue Spuren gesehen. Glaube nicht, dass die von Mitläufer sind. Es sei denn, er hat vier große Klauen und schieße Köder herab. Was ist denn Köder? Bei einem Adler ist sonst so gut darin, auch einer zu töten. Wie ist Redback ihm nur so lange ausgewichen? Weiß ich auch nicht, aber irgendwas ist da faul. Habt ihr das gehört? Okay, irgendwie kann ich die nicht abschießen. Warte mal, die Typen hier. Okay, ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich nur so. Könnte es etwas schwierig werden hier. Ich sehe nämlich nicht mehr genau durch. Oh, Junge. Kann der Hinrichtungsbutton denn jetzt bitte langsamer funktionieren? Oh doch, das hoffe ich doch, dass ich das kann. Scheiße, jetzt geht das wieder los. Dieser feile Typ da, ne? Da kommen schon wieder Orks. Schnell mal hier weg. Hier war irgendwo noch ein Kraut in der Nähe. Die Hausmänner geben die Befehle, aber sie machen sie nicht selbst. Sie bekommen ihre Befehle von weiter oben in der Befehlskette. Meist sogar direkt von den Häuptlingen selbst. Was ist denn da drinnen? Was für ein Abgang! Der Feigling weiß nicht wert, unser Anführer zu sein. Habe ich den Anführer jetzt schon getötet? Ne, habe ich nicht, aber... Okay, hier in der Nähe scheint jetzt natürlich nichts zu sein. War ja wieder klar. Wenn du wüsstest, wie viele ich schon ausgelöscht habe, würdest du mir mehr Respekt zollen. Ist das der Köder da? Das ist der Köder. Tja, ohne ein Elbengeschoss wird das nichts, ne? Wie kann sich ein bloßer Tag auf den Rücken eines Karagor schlägen? Ich will den Typen vorher noch anlocken. Vielleicht kriege ich das ja mit meinem Schwert dann hin. Vielleicht da jemand umher. Nein. Sammle Elbengeschosse. Der Tag hat also ein paar kurze Stückchen drauf. Kann ja nicht so schwer sein. Ich wette, ich könnte diese Bewegung. Okay.
Typen sind da oben. Ich starte jetzt einfach den Auftrag, weil ich jetzt echt keinen Bock habe zu warten. Und, so. Pass mich auf. Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst. Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr. Oh, doch wenn du mich befreist, wird Redback dir alles verraten. Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein, 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 nein! War nur Spaß, Ork! Diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee! Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch! Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann dein Plan gelingen. Ah, jetzt Hand auf die Licht oder was? Zone Bangorod. Befinden sich hier Hauptmann und Würmer, geben alle Informationen. Zwei, um Gorod Stärken und Schwächen zu enthüllen. Anfällig gehören berittenen Bestien. Okay. Und Furcht vor Karagor. Gerät in Panik beim Anblick von Karagor. Okay, was. Müssen wir noch gucken, was Karagor ist? Immun gegen Fernkampf, heftiger Angriff. Oh, meine Fresse. Ist von einem Gefolge umgeben. Naja. Dein Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich um einen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals. Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Gorod das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Wie heiße ich sein Kampfführer, was? Schildträger werden von drei Angriffen müssen von hinten angegriffen werden. Okay. Den Waldläufer nicht mich. Ich hab Leertaste gedrückt. Oh, da ist noch einer. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks. Nicht mich. Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter. Ich töte dich. Ach, Redback wird... Oh, jetzt muss ich den auch noch beschützen. Waldläufer, schnell! Ich mag die Spitzendinger nicht in mir stecken haben!
Leichen als Gorath vor. Stell dir dein Ziel vor. Gorath will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. So, Fähigkeit freigeschaltet wieder. Wie ihr seht, haben wir hier ein paar neue schon freigeschaltet. Einmal gekonterte Gegner, stolpern rückwärts. Ne, und werden betäubt oder fallen zu Boden. Das habt ihr ja vielleicht mitgekriegt, dass das jetzt beim Kontern und ich überhaupt die Kämpfe besser überstehe. Das mag auf jeden Fall auch mit dazu beigetragen haben. Das hatten wir letztens schon. Und hier, deswegen dachte ich vorhin, ich kann diesen Karagor reiten. Ja, drücke linke Steuerung, um von oben herab auf einem Karagor aufzusitzen. Ach so, ich muss von oben... Okay, das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. So, was nehmen wir denn jetzt Schönes? Wir haben einmal Ausschaltmanöver aus der Luft. Da bin ich nicht so dafür, schieße auf Feuerstellen oder Fässer, um sie explodieren zu lassen. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Stimme deine Landung genau ab, wenn du dich über ein Hindernis beschwingst, um früher einen Geschwindigkeitsbonus zu erhalten. Okay, ich renne nicht oft, aber ich finde das auf jeden Fall gar nicht mal schlecht. Haben wir jetzt einfach mal genommen. Weiter in der Story. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann, aber Redback gewinnt nie. Letztens hat der Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Gorath büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Gorath hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Gorath ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Gorath ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Ohne Alarm auszulösen. Kann ich die Pfeile irgendwie nehmen? Nee. Schade. So, wie soll ich da jetzt hinkommen? Warte es nur ab. Bald bekommen wir den Befehl, uns mit dem anderen Uruk in der Nähe zusammenzuschließen. Okay, Alarm nicht ausgelöst, Alarm nicht ausgelöst. Ich soll schleichen, ne? Gibt schon Grund, warum ich Assassin's Creed nicht spiele. Ich habe ein paar merkwürdige Spuren entdeckt. Nicht schon wieder. Es waren bloß Sklaven, die mit den Füßen schlurfen. Scheiße. Ich habe sie auch gesehen. Das waren keine Menschen, es sei denn, die Bleichhäute haben sich inzwischen ein drittes Bein wachsen. 118 Fuß, wie komme ich denn da oben lang? Wenn ich es sehe, werde ich es töten. Nur damit der Trottel endlich die Klappe haltet. Wie komme ich hier am besten lang? Scheiße. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Ich muss hier irgendwie erstmal dran vorbei. Ah, jetzt ist die Dämmung. Ah, ne, stimmt schon in der Zeit. Ich hasse es, wenn wir mit leeren Händen von der Jagd zurückkehren. Wir hätten uns nicht von diesem kleinen Geschöpf in den Büschen ablenken lassen sollen. Nicht zu glauben, dass es wieder entkommen ist. Es schnüffelt uns schon eine ganze Weile hinterher. Es kommt schon wieder. Ah!
Ein Grauke ist ausgebrochen und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das nicht. Ich habe Besseres zu tun. Lasst ihn laufen. Vielleicht zerstampft er ein paar Ghule. Boah, schlurft er hier lang? Du bist erbärmlich. Oh Mann, ey. Ich hab keine Angst vor Kraft. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureißen. Okay. Aber nur eine Ziege im Gestrüpp. 45 Fuß. Ich hab mich auch schon zu Tode gelangweilt. Fuck. Wie komme ich da jetzt rüber? Da war doch ein Geräusch. Der Uruk wurde umgebracht. Scheiße, kein Alarm. Oh, fuck. Nächstes Mal kriege ich dich. Was war das? Entfach endlich das Feuer! Fuck, Mann. Ich verlasse das Auftragsgebiet, Alter. Okay, der ist tot. Einer noch, komm. Den halte ich durch. Boah, meine Güte, ey.
Furcht meines Feindes riechen können. Okay, es hat mich anscheinend keiner alarmiert. Ich dachte, da ist gerade einer weggerannt. Und es war anscheinend kein Ork. Gut. 69 ich da oben. Ich frage mich, wie der Hammer sich seinen Namen verdient hat. Ob es wohl sein. Scheiße. Ich war hier schon. Wie komme ich denn jetzt hoch? Oh, hilf mir mal einer auf den Sprünge gerade. Direkt hier oben. Fuß, wie komme ich da hoch? Wo warst du vorhin? Auf der Jagd! Nee, ich hab nur die Sklaven an der Grube bewacht. Hast du irgendwas Gutes gefunden? Komme ich darüber? Ich soll den anscheinend nur töten, oder was? Ach klar. Ich frag mich, ob ein Uruk je vom Schützen zum Hauptmann wurde. Man kann ja einfach die Wand hochklettern. Ich habe ja nicht mal einen Vorsprung. Ach, das ist ein guter Ort für ein Nickerchen zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Deinem Wasser. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo ein paar Pflanzen? Sieht gerade nicht so aus. Wir gehen mal außen rum. Vielleicht finden wir hier ein kleines Pflänzchen irgendwo. Wir sind nah dran. Welcher von diesem Abschaum ist Gorod? Einmal habe ich drei Karagod nicht gefangen. Mit meinen bloßen Händen. Ich habe ihn nicht mit bloßen Blicken gebrochen. Ich habe sie mit meinen Augen getötet. Ich bin Gorod. Kein anderer. Wenn ich durch die Lande Mordor schreite, erkenne ich Karagor daran, indem sie vor mir davonlaufen. Gorod. Ich habe wieder kaum noch Leben. Oh ja, genau. Und jetzt kommen wieder 5 Milliarden von den Typen und den Wichsern hier. Scheiße. Los!
Okay. Kann jetzt bitte irgendwo mal eine scheiß Pflanze rumstehen, danke. Sonst überlebe ich den Kampf nicht. So. Mist, ich kann es von oben nicht kaputt machen. Jawohl. Entführe Karagor Beherrscher. Bewege das Symbol mit dem Kreis hinein und dann Anzeige, um zu beherrschen. Okay. Wie cool! Auf dem Rücken eines Karagors. Drücke zum Angreifen, bla. Schlägt Feinde nieder. Drücke zum Beißen rechts. Tötet niedergeschlagene oder Unachtsame. Halte rechts gedrückt, um den Fernkampfmodus zu wechseln. Halte links Shift und tippe links, um einen Angriff von oben auszuführen. Dabei steigst du ab. Achso, okay. Oh, was denn? Ich bin noch nicht fertig. Aber das ging schnell. Okay. So läuft das System also. Hey, ihr zwei! Zum Zelt. Ich hol mir eine Belohnung. Verzieh dich, Abschaum. Wir folgen nur den Befehlen von Goron. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Schandbaum! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Würmer! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Redback ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, das glaube ich! Der kleine Fuzzi da als Hauptmann, ey! Ja, wenn ihr doch fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch! Trefft mich an der Kreuzung! Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren! Ey, wo ist mein... Von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Genug nieder! Was war das für ein Geräusch? Okay. Gut, das Ziel haben wir diesmal bekämpft. Mal schauen, wie das weitergeht. Am Ende verhelfen wir Redback noch an die endlose Macht und müssen ihn dann stürzen. Wer weiß, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Tja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal dabei. Diesmal verspreche ich mich nicht. Alles klar, bis dahin wünsche ich euch was. Euer Ganscher.